Meine lieben Freunde, ich bin jetzt am Grundstück angekommen. Die Erdarbeiten wurden bereits gemacht, allerdings nicht vollendet. Es fehlt noch die Schotterschicht, aber ich werde euch jetzt alles zeigen, was bereits gemacht wurde und in welchem Zustand aktuell das Grundstück ist. Es müssen noch die Elchsteine gesetzt werden, damit die Erde zu dem Grundstück vom Nachbar aufgefangen werden kann. Wir haben zwei Seiten, wo die Elchsteine noch gesetzt werden. Ich zeige euch alles. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich auch, euch das Ganze zu zeigen. Jetzt zeige ich euch mein Grundstück. Ich erinnere euch, das Grundstück hat unter 250 Quadratmeter Fläche. Das ist ein relativ kleines, kompaktes Grundstück, ein schmales Grundstück, dafür aber etwas länger. Hier steht schon mein Schild. Also wenn jemand Interesse hat, ein Haus zu bauen, realisieren wir das mit der Baufirma Schäfer Fertighaus in ganz Deutschland. Sie können mich einfach kontaktieren und ich berate und betreue Sie, ganz egal, wo Sie in Deutschland bauen. So, Dixi-Toilette ist auch schon dabei. Das ist eine Baustellentoilette. Es wurde auch von der Baufirma zur Verfügung gestellt. Während der Bauphase bleibt sie bestehen. Ich muss hier allerdings, seht ihr meine weißen Turnschuhe? Ich muss allerdings noch die Gummistiefel kaufen, damit ich hier im Dreck rumlaufen kann. Und jetzt laufen wir mal hier entlang und gucken einfach nach den Rechten. So sieht das jetzt aus. So sieht das jetzt zum Nachbargrundstück aus. So sieht es dann einfach von oben aus, beziehungsweise von der hinteren Kante vom Grundstück. Ich zeige es euch. Und hier werden noch die L-Steine gesetzt, damit dieser Hang aufgefangen wird. Die Nachbarn sind sehr, sehr freundlich, haben uns das auch genehmigt, erlaubt, mitgeteilt, dass alles funktioniert. Hier sind noch die Pfosten von meinem Grundstück. Hat der Vermesser auch gesetzt. Sehr gerne. Schreibt mir einfach, wie euch dieses Format gefällt, ob es wirklich spannend ist und was ihr euch noch vorstellt, was ich noch euch zeigen kann. Ich werde euch darüber auf jeden Fall informieren. Und viele liebe Grüße von der Baustelle, von meinem künftigen, neuem, innovativen Haus. Wir sehen uns. Alles Gute für euch.